Bäckerei Höfer gibt es seit 1909. Wir sind jetzt seit 1989 hier am Standort. Inzwischen haben wir jetzt die dritte Erweiterung vor uns und die ist auch im Bau. Hauptpunkte sind ein neues Hygienezentrum, die Küche wird erweitert und die Kältefläche. Wir waren anfangs auch skeptisch. Wir haben zuerst eine Energieberatung gemacht, die immer am Anfang steht. Das Gesamtinvestitionsvolumen des ganzen Baus beläuft sich so auf 1,5 Millionen. Und die Wärmerückgewinnung ist doch ein relativ geringer Teil in Relation. Da planen wir im Moment so zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Und man muss sagen, dass wir mit Einsparungen im Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Euro rechnen. Das heißt, wir haben schon eine Amortisationsrate zwischen 3 und 4 Jahren. Energetisch geht es da ganz konkret um die Wärmerückgewinnung, in unserem Fall hier aus den Öfen. Wir schaffen es, dass wir aus der Abwärme der Öfen bis zu 4.500 Liter Wasser am Tag bekommen mit 75 bis 80 Grad. Und dieses Wasser wird eben für die Spülmaschine hauptsächlich verwendet, sodass dort die teure elektrische Energie nicht erzeugt werden muss, um das Wasser zu erhitzen. Die jetzige Spülmaschine ist keine Industriespülanlage. Die neue wird eine Industriespülanlage, die ist über 10 Meter lang und hat ein Durchlaufvolumen zwischen 2.000 und 3.000 Körben, Brotkörben in der Stunde. Das heißt, für uns ergeben sich wesentliche Verbesserungen im Produktionsablauf. Und vom Verbrauch her ist es so, dass die Maschine zwischen 400 und 500 Liter heißes Wasser in der Stunde benötigt. Im Moment ist es so, dass unsere jetzige Spülmaschine einen ähnlichen Tankinhalt hat, bei wesentlich weniger Durchlaufzeit oder Durchlaufkörben. Und es ist eben so, dass man jetzt dazu kommt, das Wasser nicht elektrisch zu erhitzen, sondern über die gewonnene Wärme aus der Wärmerückgewinnung. Und das führt dazu, dass wir netto eigentlich auf dem gleichen Energieniveau bleiben, was wir bis jetzt haben. Wir haben jetzt eine Anschlussleistung zwischen 25 und 30 kW. Die wird auch bei der neuen Spülmaschine so sein. Allerdings nur für Lüftermotoren und dergleichen, nicht mehr für die Erhitzung des Wassers. Obwohl wir, zwischen 100 und 150% mehr Durchlaufleistung haben. Das heißt, mehr Leistung bei gleichem Energieeinsatz. Es gibt auch noch die Kälteanlagen. Wir haben hier einige Kälteanlagen, die im Niedertemperaturbereich Wärme rückgewinnen. Da geht es um Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad. Und da wird unsere Fußbodenheizung im Büro demnächst drüber laufen. Des Weiteren haben wir noch eine große Lüftungsanlage, die bis jetzt mit elektrischer Heizleistung betrieben wird. Da wird eine Wärmerückgewinnung eingebaut, sodass die erwärmte Luft aus der Backstube wieder rückgewonnen wird. Zusätzlich, wenn das nicht reicht, wird die Wärmerückgewinnung aus den Öfen dann greifen. Also wir haben eigentlich zwei große Dinge gemacht. Einmal natürlich den Umbau der Backstube mit Kälteanlagen und. Aber das Wichtigere, das Zweite, ist die Wärmerückgewinnung. Da sind wir energetisch jetzt optimal aufgestellt und haben es geschafft, über einen großen Pufferspeicher die Abwärme der Backöfen zu nutzen und können damit jetzt die Spülmaschine und auch das gesamte Brauchwasser erhitzen. Das System basiert auf einem Wasserkreislauf. Das wird so dargestellt, dass kaltes Wasser den Öfen zugeführt wird und über einen Wärmetauscher es dann heiß auf bis zu 80 Grad erhitzt zurückkommt. Dort wird es in dem 6.000 Liter Speicher zwischengespeichert und von dort wiederum auf Frischwasser übertragen, sodass wir da Wasser haben, was mit 10 Grad irgendwo reinkommt in die Backstube und nachher dann auf 70 Grad erhitzt wird. Hauptsächlich für unsere neue Spülmaschine, die braucht in der Stunde 400 Liter heiß fürs Frischwasser und die hat auch zwei große Tanks, die 800 Liter fassen. Und wir haben es geschafft, dass wir hier mit elektrischem Strom nur noch zuheizen müssen, wenn der Pufferspeicher eben langsam zur Neige geht, was aber sehr selten vorkommt. Die Öfen werden mit Gas beheizt, aber unser kompletter Wasserverbrauch, das heißt Brauchwasser und auch das Wasser, was wir zum Spülen benutzen, das kommt aus dem Pufferspeicher, da brauchen wir jetzt kein Gas mehr für. Wir haben sowohl vorher geplant, bevor wir es entworfen und gebaut haben, als auch jetzt nachher gerechnet. Das war relativ einfach, weil wir ja gesehen haben, wie unsere Verbräuche sind. Und wir können schon sagen, dass wir im Jahr ca. 12.000 Euro an Gas sparen. Wo wir eine Förderung erhalten haben, ist im Bereich der Energieberatung. Wir haben eine detaillierte Energieberatung durchführen lassen von unserem Energieberater, die mit Sicherheit, also über 50% gefördert wird. Und wir würden es jedem raten, auch einem etwas kleineren Unternehmen, wir sind ja jetzt kein Großunternehmen, aber wir sind eben auch kein kleines mehr,
Aber die Erfahrung hat gezeigt, gerade bei der Wärmerückgewinnung, 20-30% der Energie, die man aufwendet, um die Öfen zu erhitzen, geht einfach durch den Schornstein. Und wenn man die gerade in der Bäckerei effizient nutzen kann, dann denke ich, auch für kleinere Betriebe ist das interessant.